Kann ich nicht alles auf einmal da reinpacken? Nee. Das geht doch. Ja doch, mit STRG geht das. Okay. Ah, das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. Hat man hier immer noch hier. Da haben wir noch ein Board, da haben wir noch ein Board. Ach, Animal Pelz haben wir auch noch. Lass auch mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas craften werden. Zack, Craft All, Craft All. Daraus kann man Kleidung machen. Hab ich gesehen. Ja, genau, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, Kleidung dauert man nicht. Also wir sind hier, wir haben von den Überlebenden noch etwas looten können. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, da haben wir noch ein paar Sticks. So, zack. Ich nehme noch die einzelnen Sticks und dann würde ich sagen, gehen wir auch wirklich schon los. Bisschen looten. Ich weiß nicht, wir brauchen ja, glaube ich, nur zwei Leute oder drei. Wir können zu dritt looten. Lass lieber zu dritt looten gehen, dann ist das lustiger. Und geht schneller. Genau. Und zack, das dahin. Ich packe auch noch die Werkzeuge da rein. Sticks kann man auch weiterverarbeiten. So, ja, ein Hammer kommt dahin. Pickaxe kommt dahin. Okay. Dann lassen wir das hier so lange liegen. Wird schon kein Zombie kommen, das klauen. Ich habe Das gerade mal mit gut. meiner Pickaxe einen Stein zerhauen. Steine brauchen wir auch, damit können wir auch, da habe ich in der Wiki gesehen, damit können wir auch einige Sachen bauen. Okay, dann lass uns schnell einsteigen. Wenn man ja noch Nails. Ich will sie nicht noch verstauen. Aber ich dachte, ich hätte eigentlich alles schon verstaut. Dann habe ich einen oder zwei übersehen. Wo haut denn der Perry die ganzen Bäume um? Perry? Beine sind ganz schön schwer. Hier hinten! Perry? Mokka! Ja, ich sehe Perry. Ich hol Perry ab. Mio. Steig ein, Perry. Guck mal, kein Desync. Nicht wie in der Daisy. Okay, ich versuche nicht über die Samen zu fahren. Komm mal da durch. Wir kommen da durch. Luca? Oh, bin fertig. Tötet. Was haben wir noch Platz? Wir haben da noch Platz. Warte, dann packen wir das gleich da rein. In das rechte. Zack. Jo. Das passt. Pelze lasse ich mal hier. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Sehe ich jetzt nicht als so eine Gefahr an. Genug Slots haben wir mit. Dann fahren wir. Da kommt Wasser in der Richtung. Ich sehe schon. Wir werden auch gucken, ob wir irgendwie so eine Insel. Also in den Kommentaren hat einer gesagt, wie gesagt, wir sollen irgendwo bauen, wo in der Nähe eine Insel ist. Denn wir können uns mit Wooden Plates einen Weg dahin bauen. Werden wir auch irgendwann mal machen. Hier können wir eben unsere Ja. Bottle. Aber verhungern gleich. Ja, 95% fällt mir gerade mal auf. hast du nichts mehr zu essen? Ich hab Gar nichts? 77. Ich habe eine Nee. Candy Bar, dann warte, dann isst die wenigstens. Hier, die liegt auf dem Boden. In der Zeit macht mal schnell euer Wasser, also euren Durst, stillt ihn mal. Wir haben nicht so coole Flaschen in der letzten Folge gefunden. Und die kann man wie am Brunnen in Daisy immer wieder auffüllen. So, zack, meine ist aufgefüllt. Und dann können wir weiterfahren. I'm ready to take off. So, wir Wird schon kamen. wieder hell? Alles schon hell. So, von welcher Die Seite Night kamen wir Vision kriegen letztes das Mal? nicht mit, ey. Wir kamen. Von hier links. Okay, dann fahren wir nach rechts. Direkt geradeaus ist noch eine Farm, hab ich gerade gesehen. Okay. Vielleicht schaffen wir sogar jemanden zu finden. Oder vielleicht ist da ja schon was aufgebaut. Oder angebaut, meine ich. Also vielleicht können wir da was ernten. Wir schauen mal, vielleicht sind hier Potato-Samen oder so wieder. Machen wir eben die Zombies Ja. um. Bam. Okay. Und schnell einmal durchlooten. Da ist auch ein Haus, da könnte was zu essen drin sein. Wenn wir schön auf Essen achten. Mucka. Zwei Zombies, ja. Der Kevin kann übrigens nicht nachjoinen. Das geht nicht. Nee, du Okay. hast den Server auf drei Spieler eingestellt. Oh. Hier oben ist eine Mosi.
Mosin, haben wir schon. Müssen wir gucken, ob wir den gleich neu starten. Gelang Tomatoes. Kann man mehr als drei Spieler machen? Ja, bis zu 8 meine ich. Okay. Dann machen wir das gleich einmal. Gehen wir noch eben in die Stadt. Alles klar, alles durch. Wo haben wir denn, das Auto, da haben wir das Auto. 61% Essen. 82. 85. Dann müssen wir uns beeilen. Schnell einsteigen. Im Auto. Wo geht's lang? Da lang, ne? Die Straße sieht gut aus. Das erinnert mich an das eine Daisy-Video. Über den Platz fahren. Oh, hier ist eine dicke Stadt. Dann nehmen wir die schnell auseinander, looten wir die und dann starten wir den Server neu. Jo. Und zu viert überlebt es sich doch deutlich einfacher. Okay, dann. Allerdings. Zack. Oh, aussteigen und matsch die Zombies. Wer mehr Zombies schlägt, der ist der Gewinner. Oh Gott, der Zombie dreht sich einfach um und haut mich. Dann hau zurück. Ja, aber der macht nicht schön. Hier sind Shells, braucht man nicht. Wir brauchen Essen, Essen, Essen. Munition braucht man gar nicht. Hier sind Pfeile. Oh, die Pfeile nehme ich mit. Die Arrows finde ich wichtig, weil es gibt einen Longbow. Ein Pocket Knife, das braucht man auch für irgendwas zum Bauen, habe ich gesehen. Napsnack braucht man, glaube ich, nicht. Könnte sein, dass er natürlich größer ist als mein. Ich habe einen Schlafsack gefunden. Sehr schön. Immer mitnehmen, immer mitnehmen. Eine verdottete Tomate. Oh kacke, wir brauchen Antibiotika oder so auch noch. Ich bin schon bei 50% Radioaktivität. Ich hab hier welche dafür, glaube ich. Hier ist ein Dinner, da ist bestimmt was zu essen drin. Das Pharmacy. Bankiller. Rack. Milch, Milch. Ich nehme Moldy Potato einfach mit. Kann man vielleicht den Moldy Potato auch auseinanderbauen? Eine Kitchen Knife nehme ich auch. Ne? Weil ich glaube. Ganz viel zu essen gefunden. Ganz viel? Ich habe Canned Ham gefunden. Crafting. Ja, man kann Moldy Tomatoes mitnehmen und daraus die Samen machen. Nice. Das ist wichtig. Ich habe die mal bisher gegessen. Pause, da ist bestimmt nichts zu essen. Also Essen, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, guckt, nehmt alles an Essen mit, was ihr findet. Extrem wichtig. Hier war, glaube ich, noch kein... Doch, da war jemand schon. Ja, war aber auch nichts drin. Ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie. Hallo, Zombie. Hier sind Bolts. Nee. Oh Gott. Ha, haben wir den Zombie. Oh, da sind sogar zwei. 10% Essen habt ihr gerade so? 89. 68. 89, ja, dann gibt dem Perry unbedingt was. Wo bist denn du, Perry? Komm mal zum Hafen. Bei Mucka. Wo ist denn hier ein Hafen? Wasser. Und ein Schild. Nehmen wir mit. Wo ist hier Wasser? Das frage ich mich gerade auch. Nee, nee, brauchst nicht. Okay, wir wissen wo. Ganz viele Bowls habe ich gefunden. Noch mehr Bowls. Kommt ein Zombie von links. Nails. Oh, hinter dir Zombie. Noch mehr, jawoll. Ja, ich habe eine neue Waffe gefunden. Ich habe meine Lieblingswaffe gefunden, den Hammer. Dann kann ich nämlich meine Machete wegwerfen, weil ich finde die Machete echt beschissen. Nämlich den Hammer. Da die Cam. Hab ich sonst noch irgendwas zum Essen? Ja, das ist der Muckertor Radioaktivität. Dann habe ich hier auch noch. 49 habe ich. Aber ja, ich glaube, ich verhungere mal gleich. Purification Tablets. Okay. Wie viel Essen hast du noch mit, wenn ich fragen darf? Gar nichts mehr. Das war das letzte. Okay, dann warte ich mal mit den Tables. Vielleicht verdurst oder vielleicht sterbe ich gleich an Verhungern. Macht aber nichts. Wir nehmen hier noch alles mit, wir nehmen hier noch alles mit.
Die Nails mitnehmen, die Nails mitnehmen. Dann lass uns einfach schnell zurückfahren. Ich habe noch einen Schlafsack, dann kannst du ja da irgendwie deinen Schlafsack aufstellen. Ja genau, dann stellen wir da den Schlafsack auf, weil man kann ja mal im Schlafsack spawnen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wenn man zu viert spielt oder zu dritt zu viert, dann ist es mit dem Essen natürlich knapp, vor allem wenn da so wenig Loot ist wie hier. Und unsere Farm, die benötigt noch etwas. Also wir werden erstmal immer wieder Seeds produzieren, bis wir irgendwann einfach genug Essen für uns vier haben. Weil irgendwann werden wir einfach kein Problem mehr mit dem Essen haben. Gehe ich von aus. Dann werden wir auch da schön einen Zaun drum machen, dass die Zombies das nicht kaputt machen können. So. Dann haben wir die Stadt hier leer gelootet. Oh, da spawnt ein Police Officer. Ich glaube, der will Bekanntschaft mit dem Hammer machen. Kommen wir wieder zurück zum Auto. Komm, wir nehmen einfach zwei Autos mit. Haben wir ein Ersatzauto. Hat das viel Sprit oder wie viel hat das? 18%, also ist nicht viel, aber ist ein Postwagen. Wie viel hat unser? Du fahren, Luca? Ja, von mir aus 42. Okay, ja, dann können wir vielleicht mit zwei verschiedenen Autos durch die Gegend fahren. Haben wir ein Ersatzauto da stehen, falls mal jemand abgeholt werden muss. Vote Big J. Okay, komm. Ihr wisst ja, Autos sind in so einer Apokalypse extrem wichtig. Müssen wir denn lang, rechts oder links? Links, glaube ich. Mein auch. Jetzt, wo Perry auch gesagt hat, bin ich mir unsicher. Aber der sieht gut aus, da ist eine Scheune. Ja, ja, ist richtig. Ist wir richtig. Haben die zweite Scheune. Ja. Aber das ist schon geil, dass man zusammen Autos fahren kann. Für so ein Spiel, was von einem Schüler entwickelt worden ist, einfach genial. Hat ja ein, wie alt war der? 16, 15 Jahre alt? 16. 16 Jahre alt, hat so ein Spiel entwickelt. Finde ich Respekt, weil ich glaube, das ist extrem schwer, sowas zu entwickeln. Vor allem, das sieht zwar so einfach aus, aber auch wenn die Grafiken jetzt nicht die besten sind, aber ich glaube, das erfordert trotzdem eine Menge an Skill, sowas zu entwickeln. Ja. Und die machen, die bedingen sich das ja alle selber, weil mit 16 hattest du dann schon dein Studium fertig und 100 Sachen. So, da sieht aus, als ob wir da schon was ernten können. Echt? Nicht wirklich. Oder? Ist bisher nur alles grün. Doch, hier, Harvest. Das haben wir schon. Ich habe leider keinen Space. Kann das jemand aufnehmen? Dann pflanzt sich. Kann auch irgendwie alles harvesten. Ja, alles, was man harvesten kann, kann man nehmen. Das ist schon fertig dann. Wahrscheinlich über eine Nacht. Und zack, zack. Wenn die direkt wieder zu Seeds machen? Genau. Obwohl, im Moment, den Mais esse ich. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, oder? Weil. Dann könnte ich da sogar noch überleben. Werden wir mal eben den Mais essen. Guck mal, wie viel so ein Mais verbraucht. Oder wie viel der uns wiedergibt. 25. Das ist nicht besonders viel. Carrot Seed. Sag immer neu anbauen einfach. Harvest, Tomaten. Crafting. Zack. Ich hoffe, die Zombies können das nicht kaputt machen. Und das ist jetzt auch gerade fertig geworden. Hauptsache, ich pflanze das voll wild an und ihr macht das so voll ordentlich. Okay. Ich war auch wild. Okay, da sieht gut aus. Dann lass uns in die Scheune gehen und oben auslongen. Autos haben wir auch gut platziert. Hier nochmal die Bolts mitnehmen. Dann werden wir einmal reloggen für den Kevin. Und ihr Bolts, zack. Für der Kevin. Der Kevin. Eine Crawbar habe ich noch. Nein! Oh mein Gott, das hat keiner gesehen. Ich hab's gehört. Was hast du denn gehört? Ich hab nichts gehört. So passt. So, okay. Dann. Ich hoffe, hier spawnen keine Zombies. Können wir uns ausloggen. Disconnect in 8 Sekunden. 7. Oh, ich kann sofort disconnecten. Yo, Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte Daisy-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein, ciao.